Die Sims 4 Leben und Tod wartet mit einem knackigen Trailer der neuen Welt Ravenwood und viel mehr auf euch. Zuerst das Wichtigste. Die Leben und Tod Erweiterung erscheint am 31. Oktober, bringt die neue Welt Ravenwood mit insgesamt 3 Nachbarschaften, die Möglichkeit, Bucketlisten zu erstellen, Raben als neue Kreatur, Tarotkarten legen und vieles mehr. Der Anfang des Trailers beginnt mit dieser ersten Szene von Ravenwood, um genau zu sein in Whispering Glen. Hier findet aktuell das sogenannte Fest Dürrer Schleier statt. Zusätzlich gibt es noch das Mondfestival. Hier können Sims im Mondlicht schwimmen, sich am Lagerfeuer Geschichten erzählen und tanzen. Bei Vollmond sind die Sims hier sogar teilweise nackt. Und als drittes neues Festival wird das Fest des Lebens in der Krähenhort-Region gefeiert. Schaut euch diesen besessenen Raben mit roten Augen an, welcher den verrückten Sim im passenden Kostüm verkloppt. Auch spannend, die Bäume im Hintergrund haben herbstlich gelb-orangene Blätter. Jetzt gibt's eine kleine Tarot-Session zwischen der Tochter und vermutlich ihrem Opa. Passend dazu existiert in der Welt wohl ein Tarotwälzerschrein am Rande von Ruin. Dramatischerweise sind die Befürchtungen der Tarotlesung wahr geworden und der Sim ist im Bett verstorben. Hier steigt nun die Seele ins Jenseits auf die Sims mit neuen Animationen passend reagieren. Diese Region hier ist wirklich hübsch, beachtet in der nächsten Szene besonders die kleinen kaputten Elemente fürs Dach, mit denen das Haus etwas ungleichmäßiger aussieht. Könnte das hier im Hintergrund eine kleine Kirche darstellen? In der Welt gibt es wohl ebenfalls einen geheimnisvollen Händler, Spukhäuser sowie einen Sargverkauf. Außerdem finden in Ravenwood laut Blog-Eintrag wohl auch Familientreffen statt. Mal sehen, was sich dahinter verbirgt. Hier seht ihr ein Grundstück, was passend für die Beerdigung dekoriert wurde. Auch hier haben wir Details. Es sind Kleidervorschriften und Farben, sowie insgesamt 14 Aktivitäten wählbar. Außerdem lassen sich Gedenkschreine, Urnen oder Grabsteine definieren. Die Grabstelle kann dekoriert werden oder es lässt sich sogar die Urne in Krypten beisetzen. Hier im Hintergrund wird gerade das Testament verlesen, hinter dem auch neues Gameplay steckt. Über den Computer, das Rathaus oder Familientreffen kann ein Testament aufgesetzt werden. Hier lassen sich Erbstücke einzelnen Familienmitgliedern zuweisen, persönliche Notizen festhalten oder Reaktionen bei der Testamentverlesung definieren. Auch Wünsche für die Beerdigung oder wer sich um mögliche Kinder oder Haustiere kümmert, sind Fragen, die man hier geklärt haben sollte. Hier eskaliert es allerdings zu einem Streit. Vermutlich hat niemand von den beiden etwas geerbt. Bei Instant Gaming lässt sich die Erweiterung jetzt schon für günstigere 35,68 Euro vorbestellen. Auch andere Packs sind hier verfügbar. Link in der Beschreibung. Dieses Bild hier sieht wirklich gruselig aus. Ich frage mich, ob es sich hier um Hauptregionen oder möglicherweise ein verstecktes Grundstück handelt. Jetzt kommt die Bucketlist ins Spiel. Diese füllt sich entweder anhand der gesetzten Merkmale automatisch oder selber geplant über den PC oder ein Tagebuch. Das Ziel stammt entweder aus Kategorien wie Reisen oder Familien oder kann auch spezifischer sein. Beim Erfüllen könnt ihr die Möglichkeit einer Wiedergeburt freischalten. Beim Nichterfüllen der Ziele lässt sich das Abarbeiten aber auch als Geist noch fortführen. Wenn ihr es dann schafft, eure Seelenreise abzuschließen, steigt ihr in eine noch mächtigere Form auf. Oder werdet mit dem Merkmal brennende Seele wiedergeboren. Geister können jetzt auch in allen Objekten ein Techtelmechtel haben und lassen sich endlich auch im Cast bearbeiten. Außerdem haben diese neue Geisterkräfte und Essenzen, die durch Interaktion mit Lebenden entstehen. Das Wasser hier sieht zwar hochgiftig aus, scheint dem Sim aber bis auf eine Transformation zum Geist nichts auszumachen. Die Feuerkelche machen die Szene noch epischer. Die schaurige Bar macht wirklich ordentlich was her. Als nächstes mehr zu den 2 neuen Karrieren, Schnitte und die Bestattungskarriere. In ersterer arbeitet ihr als Sensen-Zubis und absolviert eure Ausbildung an einem Untoten. Pflegt Sensen, übt das Seelenernten an Puppen und müsst die Todesursache gelernter Seelen feststellen. Außerdem könnt ihr Sims wiederbeleben und bei erfüllter Seelenquote auch Mitarbeiter des Monats werden. Die Bestattungskarriere allerdings ist nicht interaktiv und wartet mit den Zweigen Tarnopraktiker oder Bestattungsunternehmer auf eure Sims. Übrigens bietet das Pack 4 neue Trauertypen: Hüten, Niedergeschlagen, Leugnen oder Zusammenreißen, die in verschiedensten traurigen Situationen zum Vorschein kommen. Es gibt auch eine Trauerberatung, vermutlich als Rabbit Hole. Der Trauerprozess kann hier durch Trösten oder durch kreative bzw. produktive Aktivitäten angegangen werden.
Hier im Hintergrund seht ihr einige Versionen der verschiedenen Friedhöfe. Euer Grab kann natürlich auch passend mit Bildern, Blumen oder Kerzen dekoriert werden, woraufhin der Geist des Verstorbenen erscheint. Noch kurz was zum Cast. Es gibt drei neue Merkmale: makaber, vom Tod verfolgt und skeptisch. Ein neues Bestreben namens Geisterhistoriker, die neue Thanalogiefähigkeit und eine neue Todesart: Ableben durch Krähenschwarm. Hier im Hintergrund seht ihr die drei verschiedenen Frühbesteller-Inhalte. Lasst unbedingt ein Abo da, wenn ihr meine Gameplay-Trainer-Analyse und meine Gedanken zum Pack nicht verpassen wollt. Also dann, bis zum nächsten Video.